Das Best of Mai ist rausgekommen. Wir sind ein bisschen hinterher mit den Best-ofs, aber wir schauen uns jetzt das Best of Mai 2024 an. Ich habe es natürlich auch noch nicht gesehen, bin gespannt. Schauen wir mal, was da so drin ist. Wieso ist denn jetzt beim Pip das so groß, das Fenster? Wahrscheinlich auch wegen Elden Ring. Ach, das, nee, wegen Green wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Weil warte mal, ich mach den hier. Der ist besser. Hä? Musst du ein bisschen schieben. Ja. Das machen wir alle, das ist gar kein Ding. So. Alles klar, los geht's. Ja, da da da, da da da, da da da, da 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 da. Ich muss zum Friseur, wenn ich das sehe. Wahnsinn. Jetzt geht's los. Das wird ein Riesenspaß. Das wird ein Riesenspaß. Das wird ein Riesenspaß. Das wird ein Riesenspaß. Nein, ich Idiotenkind. Nein, ich Idiotenkind. Hey, no fucking way. Wir haben jetzt keine Eimer. Doch, schreib mal, zeig mal bitte, wie das aussieht. Würde dich mal draufpassen. Wow. Sieht aus, hey, was geht hier am Strand von Santa Monica? Ihr seid hier und ich bin auch schon da. Wir treffen heute mit dem Brett. Das wird fett. Ziemlich nett. Aber auf jeden Fall sind wir kokett. Hey Kids, wie sieht's aus? Habt ihr diesen Samstagmorgen Bock auf ein richtig geiles Ferienprogramm? Wir starten mit Baloo, der wieder spannende Abenteuer mit seiner tollgrünen Crew erleben wird. Danach gibt's das Neueste der Neuigkeiten aus der Welt der Games. Und wir gucken auch, wer dieses Wochenende am Spieltag in der Fußball-Bundesliga vielleicht die Nase vorn haben wird. Das alles sehen wir gleich nach der Werbung. Yo! Also, wie gut ist bitte Colin als so ein klassischer Kinderfernsehmoderator. Also immer noch würde ich sofort ZDF Kika oder so. Und ganz ehrlich, die Kappe, wenn er sie so richtig aufziehen würde, ich glaube es. Er würde es natürlich nicht machen. Er würde niemals unironisch eine Cap rückwärts aufziehen. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Sehr gut geschnitten. Ah, okay. Wusstest du, Simon, er schafft es, Türen zu knacken, aber sie danach nicht zu schließen. Ja. Aufkriegt er sie, aber geschlossen kriegt er sie nicht mehr. Hast du schon mal erlebt, also, Simon? Wenn du mal über welche Tür reden wir? Diese neue Resident Evil Tür im Keller. Diese ja, wir haben sie entdeckt und gelöst. Nur ist wirklich wie Resident Evil. Lass uns mal Chat fragen, welche Zahlen? Wir brauchen 4 Zahlen, Chat. Ja, komm, wir probieren mal eine Zahl probieren aus. Wäre geil, wenn es klappen würde. Und probier darüber hinaus 1337 mal aus. Ja. Okay, vielleicht sind die Wirtler ein bisschen smarter. Nicht im Ernst. Ich stand auch schon vor der Scheißtür. Ich schwör's. Ich stand vor der Tür. Ich wollte meinen Kindern, wollte ich mal die Firma zeigen. Die waren mit mir, an einem Wochenende waren wir da. Und dann sage ich, jetzt wird's richtig geil. Da zeige ich euch mal, wo die ganzen Kostüme und die Plastikschwerter und alles sind. Und dann komme ich dahin, haben die ein Vorhängeschloss da hingemacht. Und ich kannte natürlich die Zahlkombination nicht. Und es ist einfach fucking Lied. Ey, das ist hier der Hammer. Das ist hier der Hammer. Ey, die Ehrlich Brothers. Die Ehrlich Brothers Hamburgs. Magie. Sorry, mach direkt auf. Ich will reingucken. Ich weiß jetzt gerade nicht. Das ist wie bei Resident Evil. Ich muss jetzt reingucken. Oh, sehr guter Schnitt. Ah, es geht nicht. War das die Tür oder mein Rücken? Das war mein Rücken. Ich komme über die Stufe nicht. Ich kann dir nicht helfen. Komm rüber. Was für ein guter Schnitt. Das sieht ja wirklich so aus, als ob die da rauskommen dann. Ich hätte das Bild gesehen, was ich gesehen habe hier. So. Ach, dieses Drecksspiel. Da kann er nicht runter. Doch! Colin! Sisyphus war ja sehr stark. Ja. Er gilt ja auch als Erfinder deines Lieblingssports, ne? Sisyphus Ball. Oh, wann das hier auf Nils Bohmhoff ich hab, Spuren? Ganz ehrlich, mein Herz pochte. Du willst ins Best-of. Es gibt ja diese alte Comedy-Regel, be funny, don't say funny. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo der Unterschied ist. Die Farbe befindet sich ja in einer anderen Hautschicht. Darüber ist ja die Haut normal, so wie bei dir auch, nur du hast da nichts drunter unter der Haut. Ich habe nie was drunter. Es ist ein bisschen dunkel, aber hier sind so Fenster. Was? Ich bin zum Büro gekommen, da waren auch schon Fans da.
Nils kommt für sowas ins Best-of. Ja, ja, das halt ist echt. Ja, ja. Der, noch, das muss man, Best-of war ja noch nicht. Wenn eine schlechte Woche verloren ist, dann kommst du rein. An der Stelle nochmal ein Dank an Warsteiner, auf Englisch übrigens True Stoner. Und was lustig ist, ist nämlich der Spitzname von Simon. Ist ein guter Gag. Also ich war im Harry Potter, habe mich da erstmal mit der Kassiererin angelegt, weil ich 10 Minuten anstand. Irgendwann habe ich die Schlange gewechselt und habe gesagt, in der Zeit hat die hier 8 Leute bedient. Und dann war das ganze Foyer still, hat mich angeguckt. War ein bisschen unangenehm. Kein Anstand, obwohl er so lange anstand. Ja. Warum hat Napoleon seine letzte Schlacht verloren? Warum hat Napoleon seine letzte Schlacht verloren? Ich glaube, ich brauche mehr Informationen. Nierenversagen. Traf ich nicht. Nierenversagen? Picke Nierenversagen. Seine letzte Schlacht verloren. Picke Nierenversagen. Okay, das ist gut. Picke Nierenversagen. Jesus Christ. Geld kann ja auch ehrenwert sein. In welcher Welt ist Geld denn ehrenwert? Du kannst dir Geld auf ehrenwerte Weise verdienen und dann es auch für einen guten Zweck einsetzen. Der Einzige, der sich für einen guten Zweck einsetzt, ist immer noch Moneyboy. Ey, Tywin, wie bist du zu deinem Namen gekommen? Kannst du sehr gut... Für einen guten Swag einsetzt, okay. Gut Krawatten binden. Ey, Tywin, wie bist du zu deinem... Setzen. Der Einzige, der sich für einen guten Swag einsetzt, ist immer noch Moneyboy. Ey, Tywin, wie bist du zu deinem Namen gekommen? Kannst du sehr gut Krawatten binden? Das ist spannend. Vielleicht wird das dem Tywin ein Tybreak. Das ist ja nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Nahkampf? Was ist denn Nahkampf? U-Boote können, glaube ich, auch. So Nahkampf, zählt das auch rein? Oh. Was? So Nahkampf. Jesus Christ. So gut, ich habe echt gelacht, Nils. Ich glaube, Nils hätte einfach auch ein guter Rapper werden können, oder? Es geht direkt weiter mit Runde Nummer 2. Yes. Da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir da noch ein gescheites Pferderennen zu sehen bekommen. Ja, beim Pferderennen muss man schnell sein. Man muss quasi ein echter Nico Rosberg sein. Ja. Man sagt ja auch, wer reitet, der Rost. Ah, das ist das Signal. Anscheinend ist der Hai wirklich das, die Waffe der Wahrheit. Ich liebe ja diese Momente der Stille vor der Kamera. Das fühlt sich immer an wie eine Stunde. Kleiner Fun Fact, jeder, der schon mal vor der Kamera weiß, wie das ist. Wenn man nichts sagt, das fühlt sich an irgendwie so, das ist nicht so leicht, vor der Kamera zu sitzen und nichts zu sagen und diese Stille über sich ergehen zu lassen. Aber das ist manchmal sehr, sehr funny, wollte ich immer sagen. Das war auch sehr funny gerade. Alle heute Abend, also bis jetzt, die Haie haben mich immer gut geleistet. Ja, also mit diesem Schwert wird er förmlich auch zum Samurai. Wahnsinn. Für Anton ist jeder Einsatz wie der eines U-Bootes, ist immer eine Submission. Und... hat schon mehr Zähne gekostet als meine Fahrradschaltung. Wenn er das... er sich freut. Der Florentin, wie süß. Ja, wie er das einfach so in sich... Ich meine, man könnte fast sagen, Mel spielt einen Saumurai. Ja, Mel richtig am Kochen. Wir sollten sie vielleicht Melzer nennen. Danke. Danke, Nils. Ja, bitte. Ihr könnt mich jederzeit anrufen. Ja. Nervi ist nur Plastik, ne? Wie gesagt, ja, ich kann es nicht. Sein. Ja. Reiß sie nicht auseinander, das ist eigentlich alles. Dafür hast du das richtig gut gemacht gerade, Budi, ne? Alter, was für erbärmliche Moves du drauf hast. Du benutzt das wie so ein Handtuch, wo du dir morgens unter den Achseln dir einmal da... Also wollte sich das Wasser von den Schultern klopfen. Jeder Mensch kann irgendjemanden imitieren. Wen kannst du, Walle? Weiß ich nicht, ich wollte gerade gegen argumentieren. Mach Yoshi, grad, Yoshi. Ja, geil. So, können wir bitte den Yoshi-Bild sehen? Ich nehme den Hund so und mache ihn in den Mülleimer. So, zack. Was hast du denn, den kleinen scheiß Hund hier? Ja, ich glaube, jetzt haben wir wirklich genervt hier. Obwohl der Hammer ist natürlich... Oh, wollen wir ganz kurz zu Chris mal ein? Wir sind zwei, das ist Schicksal.
Oh. Ja, du auf! Warte mal! Edward! Was für ein Spaß, die einfach mit so einem dummen Gummihammer haben. Geil, das ist aber der Dürste. Simon, das ist der beste Tag meines Lebens. Vollmahlzeit in Quaderform. Darauf freue ich mich enorm. Belegte Fritten, Ball aus Hack. Was kitzelt köstlich den Geschmack? Was ist fürs Klo? Was zählt zum Besten? Das will ich heute für euch testen. Was passiert denn, wenn man Schlagsahne schlägt? Dann wird sie doch zu... Das schaffen wir nicht ohne Handrührgerät. Schlagsahne? Wird Schlagsahne zu Schlagsahne, wenn man sie schlägt? Und was, wenn man sie nicht schlägt, ist sie auch Schlagsahne. Das ist der stupideste Job, den man sich so vorstellen kann. Ja, ja. Sehr viel Kraft und sehr schnell, sonst passiert da gar nichts. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich ripped werde. Richtig ripped. Ich werde so richtig ein auf Muskelmann. Ist Eddie dann wohl angenehmer oder weniger angenehm, wenn er ripped ist? Ich könnte mir vorstellen, dass mit so einem körperlichen Wertigkeitsgefühl, was du ja vielleicht damit verbindest, so eine gewisse Bescheidenheit im Wesen dahergeht. Du bist schon, dass es technische Geräte für sowas gibt. Das ist ja kompletter Quatsch, sowas zu machen. Nur, dass ich das verstehe. In deinen Augen bin ich der Lauteste, weil ich fett bin. Die Flecken oder was? Ja, die Flecken. Überall. Alter Mann mit Schneebesen. Jetzt wird's wieder flüssig. Wo kommt denn jetzt die Sippsche da unten her? Hä? Okay, was machen wir jetzt? Wo ist es denn jetzt hin? Wo ist denn jetzt die Sahne hin? Eben war es doch noch richtig cool und jetzt ist es plötzlich so. Oh nein, du hast Butter gemacht. Wenn man Sahne zu doll schlägt, dann wird daraus Butter. Das sagst du mir jetzt? Das ist ja wie so ein See gekippt. Es war wirklich gerade perfekte, weiße, cremige Sahne. Oh, shit, ey. Und jetzt sind's Flocken. Du hast doch die ganze Zeit mies gelaunt. Ja, weißt du warum? Weil ich Sahne geschlagen habe. Ja, wir haben 15 Minuten, bis es Butter wurde. Das habe ich 20 Minuten geschlagen, damit es in den Palaschinken kommt. So geil. Boah. Der muss dir schmecken, ne? Der muss dir schmecken, Gregor. Du bist jetzt ein Werbesprecher. Jetzt. Nur ja! Stark. Seitdem ich diesen Senf esse, habe ich 10 Kilo abgenommen. Boah, das war so krass. Und liebe Tiere. Und es ist für mich auch eklig. Du bist Tabletten, Gregor. Ja, wirklich. Wo ist das Problem? Ich glaube, ich bin blind. Da muss man auch mal Respekt zollen, was Gregor schon im Namen der Unterhaltung alles in sich reingestopft hat. Hut ab. Kann man nicht anders sagen. Ist die beste Freundin, drum lassen wir sie rein. Sie bringt uns Weizen und auch Wärme, drum schmeckt sie ja so fein. In Blumenöl, ich sag es euch, ist sie ein feiner Gast. Drum willst du braten, hast es eilig, ein wenig vielleicht hast, dann nimm nicht die Olive, das ist ein fieser Fang. Nimm lieber Sonnenblumenöl, dann wird dir nicht Angst und Bang. Der Kardiologe, meine Güte, frag ihn doch erst später. Heute geht's um den Genuss. Liegst du im Grab, hörst du nicht mehr das Gezäter. So. Wenn irgendwo bei Rocket Beans von After Dark gesprochen wird, ja, haben alle denselben Gag auf den Lippen. Ich habe vorhin gesagt, ihr seid der After Dark Bereich. Heute wohl eher der Dark After Bereich. So. Und der schönste Ort ist natürlich das eigene Zuhause. Dort kann man schön seine Hobbys nachgehen, Eisenbahn bauen. Masturbieren. Kann man masturbieren, kann man ein paar Nüsse snacken, kann man sich schön masturbieren ein bisschen Schinken rein. Alles in irgendwelcher Reihenfolge. Schinken essen, masturbieren. Wow. Schneiden wir? Nee, wir sind live, ne? Scheiße. Ja. Könnt ihr das größer noch machen? Das kann ich größer machen, klar. Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Was ist das für... Danke! Okay, ich habe hier ein Wort gelegt. Fat Bun. Der Künstlername eines Erotikdarstellers. Und Fat Bun ist natürlich ein Erotikdarsteller. Mhm. Bei mir ist es Lexi. Nummer 1. Der Titel eines Erotikfilms. Und surprise, es ist der Titel eines Erotikfilms. Sehr gut. Das ist ein kleiner Wotz. Und wann passiert das? Anderes Wort für Zungenkuss. Chris hat erstmal einen Wotz aufgedrückt. Hast du Lust, mich zu wotzen? Ja. Richtig schön. Und dann hat er mich gewotzt. Dann hat er mich angewotzt. Wir sind in irgendeiner Bar, wir sind in irgendeiner Disco, wir bandeln miteinander an, es läuft gut. Wir sind schon ein bisschen angetrunken, langsam so, hey, sollen wir fockern? Ja, okay. Dann gehst du, dann geht ihr in die Wohnung, dann siehst du so einen alten TV und denkst, was ist denn, ganz kurz, was ist fockern? Was ist Fockern?
Chat. Das Wort gibt's? Fockern? Habe ich noch nie gehört. Ich schwör's. Also ich habe wirklich schon viele Wörter dafür gehört, aber fockern? Fockern. In einem alten Kriegsflugzeug Geschlechtsverkehren? Daher auch fockern? Okay. Fockern. Ach Mensch, bin ich cool, ist sympathisch. Getrunken, langsam so, hey, sollen wir fockern? Ja, okay. Dann gehst du. Siehst du? Dann geht ihr in die Wohnung, dann siehst du so einen alten TV und denkst, ach Mensch, bin ich cool, ist sympathisch. Und dann hörst du es. Diese Scheiße fiebt. Die hat diesen hochfrequenten Ton. Die ganze Zeit dieses. Wo ist dieser Dude? Das muss ja ein Use Case gewesen sein. Der ist tot mittlerweile. Wegen des Fiefens. Altersschwäche. Wollte auf die Altersschwäche hinaus. Ah, schön. Nein, warte mal, war es auch nicht besser. Jedenfalls. Was? Muss ich den anziehen? Ich habe eine Latexallergie. Ja, das habe ich schon mal gehört, aber hat auch nicht funktioniert. Diese unpräzise Linienführung, die darauf zurückzuführen ist, dass man das mit dem Joypad machen muss, ähnelt der Linienführung von Eddies Tattoo. It's gonna happen. It's gonna happen. Tu das. Tu das. Ach, traut er sich. Er traut sich rein und ziehen. Oh, ich liebe dieses Zittern am Ende. Guck nochmal bitte, wie ich zitter. Rein und ziehen. Oh, ich liebe dieses Zittern am Ende. Es war fantastisch. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie ich gezittert habe? Die Linie ist so krass gewesen. Ich war so aufgeregt. Es tut mir ein bisschen leid. Ich krieg einen ganz neuen Respekt für deinen Job gerade. Dankeschön. Vorher hast du mich nicht respektiert, ne? So. Und man sieht halt, hier an den Linien sieht man, wie ich gezittert habe. Das Tattoo wäre perfekt, wenn die Blaupause im Hintergrund nicht wäre. So wollte ich das nämlich so sagen. Das Beste ist natürlich die Bohne. Bohnen. Ich habe hier gerade das Töpfchen und da sind voll wenig Begriffe drin. Und da wollte ich fragen, ob ihr nicht Lust habt, wenn ihr... Jetzt ist es noch weniger. Jetzt will ich aber sehen, ob das auf ist. Ein Mann stirbt, nachdem er versucht, Bier zu essen. Ich danke, danke. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet, dass es unterhaltsam war, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch zu danken. Bohnen! Wir bedanken uns natürlich auch bei euch, dass ihr so fleißig mit zugeschaut habt. Wenn ihr das Ganze hier als VOD seht, dann lasst doch einen Kommentar da. Wir lassen einen Daumen nach oben da und... Gibt es euch dreckig und gut. Bis bald. Gibt es euch dreckig und gut? So eine schöne Abmord. Ja, sehr schöner Zusammenschnitt. Hey! So schnell können 13 Minuten umgehen. In diesem Sinne, gibt es euch dreckig und gut.